ist das natürlich in Ordnung. Ne? Das ist echt riesig. Echt riesig. So. Und hier oben natürlich auch noch einen kleinen Schutzraum anbringen. Wahrscheinlich. So. Okay. Aber, so wie es aussieht, passiert momentan immer noch nichts. Eigentlich hätte ich auch nur diesen Stadtteil evakuieren sollen. Geht es? Geht das, ist die Frage. Bin ich mir gerade nicht wirklich sicher, ob das geht mit dem Katastrophenschutz. Okay, wenn ich die jetzt alle nach Hause schicke, muss ich die im Sheffield-Viertel... Ja, ja, schon klar, ihr könnt nicht nach Hause. Weg mit euch. Hopp. Wo bleibt das Teil denn? Wo? Komm, ich hatte genug Vorbereitung. Passiert nichts, ne? Das ist ja mal interessant. Aber der kommt bestimmt noch. Ah ne, jetzt ist vorbei. Glückwunsch, die Stadt hat keinen Schaden erlitten. Danke. Die Tornado-Warnung. Und jetzt sind alle... Versetzt die... Alle Schutzräume. Okay, gut. Jetzt haben wir sie nach Hause geschickt. Das heißt, die Polizei müsste jetzt auch wieder... am Start sein. Nice. Glück gehabt. Da haben wir ja wirklich Glück gehabt. Gut, dass wir jetzt Einwohner verlieren, war klar. Weil die tagelang in ihren blöden Schutzräumen waren. Jetzt kriegen wir auch keine realistischen Werte mehr. Aber, was sagt uns das? Diese Warnung auf jeden Fall, dass wir uns darum kümmern sollten, dass es mehr Schutzräume gibt. Wie man sieht, gibt es hier gar keine. Wenn hier irgendwann mal was passieren sollte, ist es vorbei. Dann ist der Spaß vorbei. Dementsprechend brauchen wir mehr Schutzräume auf jeden. Auf aller jedensten. Aber wobei hat mich das Ding jetzt eigentlich unterbrochen? Scheiße. Scheiße. Not cool. Dass man die nicht anders positionieren kann, ist ein bisschen wie schade. Damit können wir das noch abdecken. So, jetzt müssen wir erstmal die Verbrechensrate wieder senken, so wie es aussieht. So, hier, Schutzraum. Ran. Boom. Alrighty then, weil das wird sonst echt mies. Ganz mies. Ja. Schutzräume sind sehr, sehr erforderlich, eindeutig. Guck mal, hier geht nämlich auch nichts. Gar nichts. Ja, ihr müsst leider dran glauben. Beziehungsweise, was ist das? Unterirdisch, überirdisch? Ja. Das ist, the problem. Okay. Sollen wir mal schauen, dass wir das da irgendwo anbringen, weil... Obwohl, gegenüber geht vielleicht auch. Boah, wie lang es her ist, dass ich dieses Gebiet gebaut habe, ne? Hier ist gut geschützt. Hm. So. Was auch immer das für ein Gebiet war. Wohnung. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Mädels. Und Jungs. Da. Einfach mal mit einbringen an der Stelle. So sieht's aus. Hier wird's schwierig. Die haben null Schutz. Noobs. Hier wird es nicht ganz so schwierig, vorausgesetzt, das Ding passt dahin. Tut's aber nicht. Well, well, well. Okay. Aber da, aber das passt nicht. Ha! Schwer. Ja, eigentlich nicht so schwer. Irgendwo wird es ja wohl passen müssen. Guck mal da.
Okay, der ist sogar schön in die Bode eingelassen. Sauber! Also das ist wirklich eine Sache, wo wir uns drum kümmern müssen. Ich denke doch, dass wir jetzt vielleicht wieder alles in den Griff bekommen. Vielleicht. Vielleicht. Okay, gut. Hier. Ja, da ist ein Bahnhof. Gehen wir da. Okay. So. Wir müssen echt dafür sorgen, dass wir alle Bürger unterbringen können. Alle. Das wird schön. Ich freue mich drauf. Okay, gut. Aber bei der nächsten Katastrophe gehen wir da mehr ein drauf. Schmutz. Ich würde gerne den Schmutz sehen im Wasser. Schmutzwasser. So, ist nämlich so gut wie sauber. Das bedeutet, wir könnten hier einen Durchgang reinmachen. Der bei dem hier ist. Und zwar, hier kann ich Katastrophen hervorrufen. Krater. So, Wasserstrukturen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher. Ja, das geht nicht. Gefälle zu steil. Muss uns irgendwas einfallen lassen. Hier durch zu Pimloren. Gefälle zu steil. Das heißt, wir müssen hier wirklich ein Stück weg machen. Dann muss das zur Brücke werden. Da kraut es mir ein bisschen vor, ehrlich gesagt. Wir pausieren. Und dann. So. So. Jetzt muss das Ganze nach unten gedrückt werden. Alter. Das wird unlustig. So, wenigstens ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Dass das Wasser da mal reinläuft. Nur so ganz leicht. Erstmal. Dass wir keine Überschwemmung verursachen. So, das ist unterm Wasserspiegel, ne? Ja. Okay. Und dann ziehen wir direkt nochmal eine Brücke darüber. Weil das, so. Und ich denke, das reicht jetzt fürs Erste sogar. Fließt es jetzt da rein? Das ist die Frage. Es arbeitet sich den Weg dadurch. Ja, so halbwegs. Jetzt können wir es aber doch noch mehr abfallen lassen. So, guck mal da. Und auf der anderen Seite auch noch. Komplett nach unten. So. Und da fließt es durch. Da sieht man es. Abwarte. Was jetzt passiert, ja? Wir machen das Schritt für Schritt, dass es nicht zu viel wird. Weil ein bisschen Schmutz ist ja immer noch drin, das sieht man. Ein bisschen ist untertrieben. Okay, ja, aber die Einwohnerzahlen steigen wieder. Das muss echt erstmal komplett gefiltert werden, sag mal. Das ist aber auch immer noch der Dreck überall drin. Vom Abwasser. Das könnte problematisch werden. Aber ist egal, Hauptsache, das füllt sich wieder. Okay, nee, machen wir mal hier weiter, was? Oh shit, warum? Ja, das war jetzt der Katastrophenalarm, ne? Gebäude löhrt sich, dann ist gut. Obwohl ich fast befürchte, das Wasser fließt jetzt hier zurück, ne? Ah, jetzt saugt er der ganze Schmutz damit rein. Zum Glück ist die Öffnung nur so klein. Okay. Gut, Hauptsache wir produzieren keine Überschwemmung. Ja, im Industriegebiet haben wir es jetzt ein bisschen wie verkackt. Gut, aber massive Einnahmen und Zuwachs. Wie sieht's denn aus hier im Waldlandviertel? Direkt mal reinlunsen, da hat sich nicht wirklich was getan, obwohl ich die Gebiete zugewiesen habe. Hier wollte ich einen Bahnhof anbinden. So, das war das Letzte, nämlich, was wir gemacht haben. Bahnhof anbinden, den werden wir natürlich auf der anderen Seite anbinden müssen. Also, das erstmal weg und dann ziehen wir erstmal eine Straße unten drunter durch. Ja, das heißt, wir könnten hier noch ein Stück anbringen. 4 Units und dann nach unten. 6 Units. 7 Units, so.
So. Und dann nach oben. Och. Okay, ist zu früh. Dann nochmal 3 Units dran. Dann nach oben. Komm her. 7. Jo. Alles klar. So, und hier können wir nämlich jetzt den Bahnhof mit anbringen. Direkt. Nee, ich glaube, ich fahre dahin. Und bring dort den Bahnhof an. Ich fahre dahin. Naja, gut, hinfahren kann man jetzt so nicht sagen. Oder wir ziehen die Bahnschienen daraus. Ich glaube, das sogar noch eher. So, 15 Units von mir aus. Alles klar, gut. Und dann Bahnhof. Bahnhof. Oh, Uni, es wird alles langsam ein bisschen knapp hier, ne? Darauf wollte ich aber eigentlich gerade gar nicht hinaus. Wir müssen in der nächsten Folge definitiv das Zug, die ganzen Buslinien wieder mal ein bisschen verbessern. Ist das Zug? Ne, das S-Bahn. Hier ist Zug. S-Bahn. Bahnhof und Güterzugbahnhof. Der Jaggon. Güterzug Jaggon. So, ne, das geht nicht. Wir müssen es schon hier anbringen. Weil wir müssen ja auch nochmal wenden. Okay, dann ziehen wir die Schiene erstmal darüber. Mit Glück. Unterirdisch? Was sonst? Unterirdisch was sonst? Gefälle zu steil? No more. Und hier dann wahrscheinlich irgendwo wieder anbinden. So. Und um reinzufahren müssen wir eigentlich so machen. Ja, komm, da können wir sogar noch ein Stückchen. So. Und dann so. Alles klar, der fährt hin. Und zurück. Ja, 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 du kriegst ja schon dein blödes Wasser. Chill mal eine Runde. Und deinen blöden Strom kriegst du auch, ja. Ja. So. So. Und hier, Wasser. Und nicht zu vergessen, der gute alte Strom kommt jetzt von hier. Gefühlt. Naja, nicht wirklich. Das geht schon, oder? Naja, meistens zumindest. So. So. Okay. Und Schiene. Dann haben wir nämlich hier auch eine gar nicht so dumme Anbindung wahrscheinlich. Hä? Klappt das oder? Ja, doch. Okay, cool. Ja, du bist doch unterirdisch jetzt. Was geht? Was geht? Warum kannst du denn nicht... What is happening? Fälle zu steil. Nix. Wo ist denn hier das Gefälle zu steil? Bullshit. Bullshit. Du musst doch hier irgendwo nicht rausbewegen können, Mann. Daneben nicht. Nee, 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 nee. Ich will daran. So. Dieser Ort ist bereits belegt. Dieser Ort ist bereits Bullshit. So. Einmal darüber. Ja, Mann. Dann hierhin. Und natürlich nach oben. So. Alles klar. Gut, damit hätten wir den auch angebunden. Falls die Nachfrage kommt. Läuft. Paar Ampeln noch entfernen. Remove. Und jetzt hatten wir die erste Katastrophenwarnung und keine Katastrophe ist aufgetreten. Ich bin begeistert. Okay, wie sieht's hier aus? Ja, das läuft doch eigentlich. Da rein. Und die Brühe ist auch relativ sauber. Ja. Okay, es wird. Wie sieht's aus mit Industrie? Ja, das ist ein bisschen grenzwertig. Ich denke, das wird auch. Haben wir hier Katastrophenschutz? Ja, das hält sich eher in Grenzen. Aber, was wir auf jeden Fall benötigen, deutlich mehr Grundschulen. Grundschulen. Boom. Yes. Hier haben wir auch ein neues Gebiet rausgehauen.
Also gut, da kann sein, dass wir da nochmal was machen. Dementsprechend machen wir hier einen hin. Und dann steigt hier auch ein bisschen die Kapazität an. Wie es halt einfach auch sein muss, ja. So, da. Und da. Und jetzt Oberschulen, das sieht auch gut aus. Naja gut, hier jetzt gerade nicht so. Ah, die werden sich schon noch anmelden. So, Oberschulen, ja doch, passt kapazitätstechnisch. Uni wird halt jetzt wieder fraglich. Wo wir die als nächstes hinsetzen? Was ist hier los? Müllberge, ganz schlecht. Alles voll oder was? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, jetzt ist auch weg. Die filtern nämlich das Wasser. Okay, gut. Da haben wir wieder geöffnet. Das sollten wir dann noch ein bisschen im Auge behalten. Und dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst Kommentare und Likes. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Yeah!